Wir haben genau mal einen Tag gehabt, also vieles von dem, was dann heute vielleicht auch an positiven Dingen zu sehen war, gehört auch meinem Kollegen Peter Bosch, der hier für mich was richtig Gutes hinterlassen hat. Viele Dinge, die im Umfeld herumgeschwirrt sind, dass das eine oder andere nicht optimal läuft, auch was die Gruppierung betrifft, muss ich sagen, habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Sehr, sehr viele Dinge positiv, die Leute, niemand findet ein negatives Wort über ihn. Ich möchte nochmal sagen, wünsche ihm alles Gute und danke am Teil dieses Spiels und dieses Sieges gehört ihm auch. Wir haben natürlich Gespräche geführt, wenn man so lange nicht gewinnt, muss man das ja, also hat man eine Möglichkeit vielleicht, wenn weniger Trainingsreiz möglich ist, dass man das eine oder andere raushört, dass man dem einen oder anderen zuhört, Dinge austauscht, wie man im Fußball sieht und wo man sich vielleicht ein bisschen leichter tun kann. Das war eigentlich die Hauptaufgabe in dieser Zeit. Im Training waren logischerweise nicht viel möglich.